So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem Dune-Video. Es gibt zwei Spiele, die Dune heißen und 2021 war ja auch ein bisschen das Dune-Jahr. Da kam der neue Film raus, den ich mega toll fand. Da kam Dune Imperium raus, das bei richtig vielen Leuten durch die Decke geht. Das ist auf BoardGameGeek irgendwo in den Top 20. Es gab dieses Dune House Stories, das ich sehr mochte vom Geschichtenaspekt. Da war halt nicht wirklich ein Spiel dahinter. Es gibt noch Dune Betrayal, Verrat, was jetzt auch Ende des Jahres rausgekommen ist. Und eben auch noch dieses Dune-Spiel hier. Und vor zwei Jahren ist dieses Dune-Spiel rausgekommen. Und die sind sich schon sehr ähnlich. Das hier ist die neue Version, die neue Auflage von dem Dune-Spiel, das schon 40 Jahre alt ist. Ich glaube, das ist so 1980 rum rausgekommen. Und das ist ein großes, episches Spiel, für das man eigentlich 6 Leute haben möchte. Vielleicht noch zu 5, aber man will eigentlich, dass alle Fraktionen mit diesen krassen asymmetrischen Fähigkeiten im Spiel sind, damit man wirklich die beste Experience hat. Ich habe das noch nie gespielt. Also ich will das unbedingt mal in einer großen 6er-Runde spielen, aber gerade auch mit Corona ist natürlich schwer möglich. Aber das ist eben auch abendfüllend und ich weiß auch nicht, wie, also das spielt man, glaube ich, für das Erlebnis einmal. Gerade, ne, da gibt es so zum Beispiel eine Fraktion, die kann einfach voraussagen, in Runde X gewinnt die und die Fraktion. Und da schreibt er halt auf, meinetwegen Runde 5 gewinnt irgendwie die Harkonnen. Und wenn dann die Harkonnen in Runde 5 sagen, hey, geil, gewonnen, dann sagen die Bene Gesserit, stopp, Moment, hier habe ich aufgeschrieben, Harkonnen in Runde 5 gewinnen. Ich habe jetzt gewonnen. Ja, und andere Fraktionen, man muss irgendwie bestimmte Dinge kaufen. Das Geld dafür kommt in die Bank. Aber wenn eine bestimmte Fraktion mitspielt, kriegt die immer das Geld dafür. Oder wenn man Truppen auf dem Planeten bewegen will, dann kann man das normalerweise so machen, außer die Fraktion ist dabei, dann muss man die Fraktion dafür bezahlen. Oder eine andere Fraktion kennt alle Kampfkarten, die normalerweise geheim sind, von allen Spielern. Und darf da prinzipiell auch drüber reden, die Informationen teilen, die Informationen verkaufen, sich das auch aufschreiben. Also das ist schon ein tolles Happening. Ich weiß halt nicht, wie gut das wirklich ist, so als Spiel an sich, ob man sich da wirklich regelmäßig hinsetzen möchte und dann 5, 6, 7 Stunden in den ersten Partien immer damit spielen möchte, weil vielleicht so diese ganzen einzelnen Fraktionsfähigkeiten super krass und super toll sind, aber das Spiel dazwischen halt, weiß nicht, ob das dann so interessant und gut ist. Werde ich noch ausprobieren. Wenn es geht, werden wir es natürlich auch streamen. Ich werde euch darüber berichten, sobald ich das hier gespielt habe. Jetzt ist eben dieses Dune rausgekommen. Wo das hier so die große Version ist, wo man so 6 Leute für braucht im Idealfall, ist das hier die abgespeckte Version davon, die halt nur 4 Leute braucht, von 2 bis 4 Leuten spielbar ist, die nur 30 bis 60 Minuten Spieldauer haben soll. Da haben wir auch ein bisschen mehr gebraucht in unseren Partien, aber nicht viel mehr. Also ich glaube, es waren knapp unter 2 Stunden und die zweite Partie ging auch schon deutlich schneller. Die fängt die Stimmung von diesem Spiel hier schon sehr gut ein. Und wenn man das Ding hier gespielt hat, wird man hier von den Regeln her super schnell drin sein, weil eigentlich alle Phasen, die es in einer Runde gibt, gibt es hier auch drin. Nur manches wurde ein bisschen zusammengefasst und ja, so ein bisschen entschlackt und verändert. Natürlich sind auch andere Karten drin, so ein paar andere Mechaniken drin. Aber so grundsätzlich ist das schon wirklich die Light-Version davon. Und ich zeige euch jetzt einfach erstmal, wie das so grundsätzlich funktioniert. So, das hier ist das Spiel einmal aufgebaut. Das hier ist der zentrale Spielplan, der halt, ne, die Nordhalbkugel von Dune zeigt. Wir spielen insgesamt 3 Runden. Wenn ein Spieler am Ende der 3. Runde insgesamt 3 von diesen Festungen, die es hier gibt, besetzt hält, hat er das Spiel automatisch gewonnen. Wenn nicht, geht's weiter. Am Ende von Runde 4 wird auch wieder geguckt, hat einer mindestens 3 Festungen, hat er gewonnen. Und am Ende von Runde 5 gucken wir auch wieder, hat einer mindestens 3 Festungen. Falls ja, hat er gewonnen. Wenn nicht, wird einfach gezählt, wer hat das meiste Gewürz, wer hat das meiste Spice in seinem Vorrat. Das sind dann quasi die Siegpunkte und der Spieler hat dann gewonnen. Jede Runde besteht aus 7 Phasen, die man einfach der Reihe nach durchgeht. Dann geht es wieder von vorne los, wir gehen eine Runde weiter. Und ich gehe die jetzt einfach mal gemeinsam mit euch durch. Dann bekommt ihr gleich einen Eindruck davon, wie das Spiel so funktioniert. Das ist auch sehr schnell erklärt. In dieser Partie mit 3 Spielern spielen die Harkonnen mit, das Imperium und die Atreides. Jede Fraktion hat eine Spezialfähigkeit, hat unterschiedliches Startkapital, hat unterschiedliche Anführer, die auch sehr wichtig sind im Spielverlauf und alles weitere erzähle ich euch gleich. Aber erstmal fangen wir an mit der Sturmphase. Da wird einfach nur ein Würfel gewürfelt und jetzt hätte ich gleich dieses Sturmsymbol gewürfelt, wo ich mir aussuchen kann, wie weit sich der Sturm bewegt. 0 bis 6 Felder. Angenommen, ich hätte jetzt nur eine 3 gewürfelt, dann würde sich der Sturm halt 1, 2, 3 Felder vorbewegen und jetzt würde halt alles gewürzen, alle Truppen, die hier in diesen Sektoren, die man hier so sieht, sich vorher befunden haben, die würden dann einfach vom Spiel kommen, weil so ein Sturm auf Dune ist schon echt tödlich und sehr, sehr vernichtend. Und das ist auch schon die ganze Sturmphase. Man kann später so Marktkarten kaufen und auf diesen Marktkarten steht immer oben drauf, ne, hier Kampf, Sturm, Gewürzausbruch oder Kampf, Gewürzernte,
wenn man diese Karten spielen kann. Da gibt's halt ab und zu auch mal Karten bei, die man dann ja eben auch in der Sturmphase spielen kann. Oder hier auch die Wetterkontrolle würde auch in der Sturmphase funktionieren. Also wenn man sowas hat, kann man die dann auch immer nur in der entsprechenden Phase spielen. Wie gesagt, Würfel in Sturm vorbewegen, das war schon. Dann kommt der Gewürzausbruch. Da wird hier einfach eine Karte aufgedeckt. Jetzt in der ersten Runde habe ich einen Sandwurm aufgedeckt. Der würde dann gleich beiseite gelegt werden und es wird eine neue Karte gezogen werden. Jetzt haben wir hier mal zwei Gebiete drauf. Das versehrte Land und Nordzielago, wo in dem Fall 6 Gewürze hinkommen. Ne? Das ist ein Vorkommen entdeckt worden. Das können wir dann abernten. Sprich, hier in den Bereich kommen 6 Gewürze und hier oben ins versehrte Land. Und dann kommt die Karte auf den Ablagestapel. Und wenn jetzt nächste Runde so ein Sandwurm gezogen wird, dann ne, wird der von diesem Spice quasi angezogen, taucht da auf und dann würden halt alle Gewürzplättchen, die hier noch liegen und auch alle Truppen, die da vielleicht hingegangen sind, um das Gewürz abzubauen, einfach vom Spielfeld kommen. Der Wurm hätte die halt gefressen. Also auch sehr thematisch. Nur die Fremen, die jetzt hier nicht spielen, das ist die vierte Fraktion, sind davon nicht betroffen. Das sind halt ne, die Wüstenleute, die kennen sich da aus. Die können dann sogar den Wurm reiten, wenn das passiert und sich nochmal auf dem Spielfeld bewegen. Wie gesagt, die Phase ist auch immer sehr schnell abgehandelt. Dann kommt die Phase neue Karten. Da zieht jetzt jeder Spieler hier Kampfkarten, bis er wieder 4 auf der Hand hat, also 1, 2, 3, 4. Um diese Karten loszuwerden, muss man sie im Kampf spielen. Ansonsten ne, sind die einfach auf der Hand, selbst wenn man damit gar nichts anfangen kann. In der Regel sind das Verteidigungskarten, die man spielen kann. Es sind Waffen, die man spielen kann. Und es gibt noch Spezialkarten. Ne, mit diesen Angriffskarten, mit so einem Giftpfeil, kann ich halt gegnerische Anführer töten. Und mit der Verteidigung kann ich mich dann eben dagegen wehren. Das hier ist einfach eine normale Verteidigung, ne? Das hier ist eine Giftwaffe, das heißt, wenn im Kampf später so ein Schild gespielt werden würde, würde das nicht groß helfen, weil ne, gegen Gift hilft halt nur eine Giftverteidigung, gegen Geschosse würde nur eine Geschossverteidigung helfen. Ne? Das heißt, ein Christmesser, wenn das geworfen wird, kann man das mit dem Schild abwehren, gucken wir uns später an, aber so funktionieren im Wesentlichen die Kampfkarten. Es gibt halt noch ab und zu mal so Spezialkarten, so Betäubungspfeil oder so, die haben dann nochmal so eigene Funktionen, aber wie gesagt, in der Phase erstmal einfach nur Karten ziehen, bis man 4 Stück auf der Hand hat und danach kann man dann noch so Marktkarten kaufen und man entscheidet sich dann, wie viele man kaufen möchte, 0 bis 3. Und dann muss man pro Karte 2 Geld in die Bank bezahlen und dann bekommt man einfach die Karten. Das heißt, wenn ich sage, ich will nur eine Karte haben, dann gebe ich 2 Geld ab, kaufe mir jetzt diese Karte, darf mir die dann angucken. Wenn ich jetzt sage, dass sie doof ist, ich gerne noch eine Karte hätte, muss ich bis zur nächsten Runde warten. Ich muss halt vorher entscheiden und sagen, so, ich möchte jetzt gerne 3 Karten haben, dann zahle ich 6 Geld oder 6 Gewürze dafür und bekomme dann 3. Wenn ich halt nur 2 kaufe und die doof und noch eine haben möchte, dann muss ich mich halt vorher entscheiden. Das ist immer so ein bisschen Risiko. Und da kommt jetzt schon gleich die erste Spezialfähigkeit zum Tragen. Wenn das Imperium mitspielt, dann wird das Geld für diese Karten hier nicht in die Bank bezahlt, sondern es kommt dann direkt in den Gewürzspeicher des Imperiums und das sind quasi natürlich auch 1:1 Siegpunkte, wenn das Spiel ne, nach 5 Runden noch nicht entschieden ist. Das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein und das führt natürlich dazu, dass das Imperium auch immer gerne hier Karten kauft, weil das ja fast kein ausgegebenes Geld ist, weil wenn andere Leute auch Karten kaufen, man will die Karten eigentlich schon haben, bekommt man natürlich gleich Cashback. Natürlich kann man die auch mal vorsichtig handeln. Es gibt natürlich verschiedene Strategien, die man hier fahren kann. Das ne, kann halt der Startspieler zuerst entscheiden. Wir spielen immer gegen den Uhrzeigersinn in Dune und dann dürfte der nächste Spieler auch wieder Karten ziehen, bis er wieder 4 Stück von diesen Kampfkarten auf Hand hat. Auch er kann sich dann entscheiden, ne, wie viele Marktkarten er kaufen möchte. Man darf nie mehr als 3 auf der Hand haben und dann war das auch schon die Phase. Sprich, hier würfeln, hier eine Karte ziehen, Spice verteilen, hier einfach Karten ziehen und dann Karten kaufen. Dann kommt die Wiederbelebungsphase. Wenn man hier Truppen verloren hat, ne, im Kampf sind die irgendwie draufgegangen und die liegen hier in den Telalaxu-Tanks oder man hat hier auch irgendwie einen Anführer verloren, dann kann man den jetzt wiederbeleben. Man darf mal 2 Truppen für umsonst holen. Jede weitere Truppe kostet ein Gewürz und so ein Anführer kostet einfach so viel Gewürz, wie seine Kampfstärke ist. Also in dem Fall wären das dann 5 Spice, die man dafür zahlen müsste. Und das ist aber auch schon die ganze Phase. Danach kommt dann die Transport- und Bewegungsphase. Da könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte vielleicht gerne mal ja hier ne, so viele Truppen, also 2, 4, 6, 7, irgendwo auf den Spielplan bringen. Alles ist erlaubt, nur nicht der Sturm. Und das würde mich dann aber auch dementsprechend 7 Geld kosten, die man dann eben in den Vorrat zurückgeben müsste. Dann wird man hier hinlegen und wird dann 3 wieder zurückbekommen. Es ist also so ein bisschen geschröpft. Aber könnte jetzt natürlich sagen, komm, ne, ich bringe mal hier irgendwie meine Truppen nach Kartak und ich darf auch nur einmal diese Bewegung machen aus der Reserve irgendwo in eine Region hier auf dem Feld. Ich kann auch eigentlich überall hingehen, wo ich möchte. Nur wenn in einer Festung schon irgendwie 2 verschiedene Fraktionen sind, dann darf nicht noch eine dritte dazu. Überall anders
ist das auf jeden Fall gestattet. Und dann kann ich noch sagen, okay, ich habe jetzt einmal hier Einheiten ins Spiel gebracht und jetzt darf ich eben noch einmal irgendwo Einheiten nehmen und die dann bis zu 3 Felder weit bewegen, darf dabei keine Einheiten zurücklassen und keine Einheiten aufnehmen. Das heißt, ich könnte dann sagen, na, okay, hier liegen 6, ich würde vielleicht mal gerne 4 Einheiten hier hinbringen. Und da ist auch immer wichtig, ihr seht das, das hier ist jetzt zum Beispiel das hier ist ein Gebiet und das ist halt unterteilt in 2 Sektoren. Wenn der Sturm hier lang geht, wenn der Sturm jetzt irgendwie hier wäre, dann wären die Einheiten tot. Also alles, was hier in dem Sektor ist, ist dann einfach tot. Das Spice hier würde auch da rauskommen, weil das gehört zum gesamten Gebiet. Hat aber ein anderer Spieler seine Einheiten hier platziert, dann sind die noch nicht tot. Na, jetzt war der Sturm, glaube ich, hier. Und das ist dann auch schon alles, was ich in der Phase machen kann. Also einmal Truppen von hier aufs Feld bringen, für jede Truppe ein Geld bezahlen und danach von irgendeiner Armee, die ich hier auf dem Plan habe, beliebig viele Truppen bis zu 3 Felder weit bewegen, ohne dafür was zu bezahlen, aber eben auch keine Einheiten zurücklassen und keine Einheiten zwischendurch aufnehmen. Als Startspieler setze ich mich jetzt natürlich irgendwo hin. Darauf können jetzt alle anderen Spieler reagieren. Das heißt, der Spieler hier könnte jetzt eben zum Beispiel auch sagen, komm, ne, er hat irgendwie jetzt ja vielleicht auch gut Kohle und er könnte jetzt direkt den Konflikt suchen. Oder er sagt sich, warum denn? Ne, ich kann ja auch irgendwie hier hingehen. Und dann könnte er zum Beispiel auch sagen, er geht hier mit irgendwie auch 6 Einheiten rein, zahlt dann eben auch 6 Gewürz für. Und dann könnte er jetzt einfach 3 Einheiten nehmen und die 1, 2, 3 Felder weit bewegen und natürlich legt er die Einheiten dahin, weil der Sturm ja so rumgeht. Das heißt, er würde zuerst in diesen beiden Sektoren sein und hier sind seine Einheiten dann eben noch nicht davon betroffen. Da muss man übrigens auch sagen, so toll das hier ist mit Tagseite hier, ne, Nachtseite hier, zum Erkennen der Gebiete ist das nicht die beste Entscheidung. Da hätten sie wenigstens die Gebietsgrenzen und ja, also deswegen kann man auch gut lesen und die Gebietsgrenzen sind nicht so gut lesbar. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Klarheit tatsächlich gewünscht. Also so gut das auch aussieht, das sieht auch hübscher aus als die alte Dune-Version, sogar in der neuen Auflage. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Aber das kann halt jeder Spieler machen. Ne? Der hier könnte jetzt auch nochmal irgendwo Einheiten reinbringen und der ist jetzt schon so, okay, es ist nur 2-mal irgendwo Spice gespawnt. Er möchte auch gerne Spice haben, weil er gerne Einkommen haben möchte. Er kann sich jetzt entscheiden, ob er halt diesen Spieler hier angreift oder diesen Spieler. Und das ist auch tatsächlich im 3-Personen-Spiel, was es immer passiert, wo man auch am Anfang sagt, okay, ne, jetzt schon gleich Königsmacher. Das wird sich über die Runde auf jeden Fall immer ausgleichen. Das heißt, er könnte jetzt auch sagen, er nimmt hier vielleicht auch mal einfach die traditionellen 2, 4, oder vielleicht sagt er auch, na, er nimmt mal ein bisschen weniger Einheiten, weil er ist ja der Baron Hakon. Das heißt, er könnte jetzt auch hier nach Arrakin gehen, wobei, obwohl in Arrakin ist er erstmal safe, weil ein Sturm zerstört immer nicht die Städte. Und dann könnte er auch einfach nur sagen, er geht mal mit 3 Einheiten auch hier rein, ne? 1, 2 Gebiete, ist ja gar kein Problem. Hätte für die 4 Einheiten jetzt eben auch dann 4 Gewürz bezahlt. Und das ist dann auch schon die ganze Transport- und Bewegungsphase. Dann kommt die Kampfphase. Es wird geguckt, wer ist Startspieler, ne? In dem Fall sind es halt die Atreides. Die Atreides sind da oben drin. Die würden jetzt also mit den Hakonnen kämpfen. Und da kommen jetzt auch die Spezialfähigkeiten von den beiden Fraktionen ins Spiel. Denn grundsätzlich läuft das jetzt erstmal so, dass jeder Spieler eine von diesen Kampfscheiben bekommt. Man muss halt gucken, die Atreides haben jetzt hier 4 Einheiten drin und die Atreides müssen sich dann eben entscheiden, wie viele Einheiten davon wollen sie einsetzen. Wahrscheinlich einfach alle, ne? Wenn man mehr Spieler hat, die in einem Gebiet sind, dann kann es vielleicht Sinn machen, die Einheiten so ein bisschen zu reduzieren, aber hier wird jetzt wahrscheinlich einfach auf die 4 das Ganze stellen und dann muss er überlegen, welchen Anführer möchte er noch dazu nehmen. Er sieht ja jetzt, dass die Hakonnen da nur 3 haben, er sieht, dass die Hakonnen einen Anführer von bis zu 6 haben, das heißt, wenn der Hakon-Spieler den Baron Hakon dort einsetzt, zusammen mit seinen 3 Einheiten, wäre er erstmal, wenn er keine bösen Kampf- oder Marktkarten hat, bei einer Kampfstärke von 9. Also müsste ich auf jeden Fall, um das Ding auch zu gewinnen, als Angreifer gewinne ich unentschieden, vielleicht Lady Jessica oder Herzog Leto einsetzen. Als Atreides hat man eben auch unter anderem den Vorteil, dass man mehr Anführer hat als die anderen. Die haben in der Regel 5. Die Atreides haben halt 7. Das heißt, er könnte ihn hier einsetzen. Und dann würden wir eben auch gucken, was für Kampfkarten hat man. Er könnte jetzt in dem Fall zum Beispiel sagen, er möchte gerne als Verteidigung so eine Ein-Mann-Armee einsetzen. Ne? Kann die dann irgendwie, hier soll man die so zwischenklemmen. Und als Angriff möchte er gerne so einen Giftpfeil einsetzen. Und das ist jetzt die Kampfvorbereitung der Atreides. Ne? Das legt man erstmal verdeckt beiseite.
Und auch die Harkonnen können dann überlegen, ne, sie wollen irgendwie gerne 3 Einheiten einsetzen und wir haben auch immer so Verratskarten. Und das ist jetzt die Spezialfähigkeit der Harkonnen, die haben halt 3 Verratskarten. Am Anfang haben die sogar 6 zur Auswahl und alle anderen haben halt am Anfang 3 zur Auswahl, dürfen davon nur eine behalten und kriegen in der Regel außer Marktkarten auch nicht mehr von diesen Verratskarten. Und gegen den Baron oder gegen die Harkonnen an sich möchte man einfach nie kämpfen. Das heißt, er könnte jetzt sagen, okay, ne, hier mal so eine Karte, den Soldaten, ist ja auch eine von seinen eigenen Karten, da weiß er schon mal, okay, die kann erstmal nicht kommen. Legt die halt jetzt hier drunter und zieht hier eine neue Karte und hat jetzt einmal Duncan Idaho gezogen als Verräter. Also hat jetzt schon mal 2 Atreides-Karten, Herzog Leetu und Duncan Idaho. Er weiß, dadurch, dass er gerade diesen Verräter abgelegt hat, dass der nicht auf der Hand sein kann und der kann jetzt schon so ein bisschen pokern und sagen, okay, ne, ich riskiere mal irgendwie wenig, ich nehme auf jeden Fall diesen Soldaten, weil dann kann der Soldat mich nicht verraten und er nimmt diese 3 Einheiten, die er dort hat. Kann auch gucken, welche von seinen 4 Kampfkarten nimmt er. Da würde er jetzt sagen, okay, ne, hier als Gift nimmt er so ein Gom Jabbar, ne, um halt den gegnerischen Anführer damit zu töten. Und zur Verteidigung, ne, nimmt er ein Schild gegen ein Geschoss und macht das hier hinter. Und das wäre der normale Kampfablauf. Das heißt, jetzt würden eigentlich beide aufdecken, was sie haben. Aber wenn die Atreides mitkämpfen, dann muss immer zuerst die andere Fraktion seinen Schlachtplan komplett fertig haben, sich entscheiden, darf doch nichts mehr umstellen. Und dann können die Atreides halt sagen, okay, komm hier, wir haben irgendwie gerade Visionen. Du musst mir eine deiner Sachen verraten. Du musst mir sagen, welchen Anführer hast du benutzt? Welche Zahl hast du hier eingestellt? Welche Waffenkarte hast du gespielt? Und welchen Schild hast du gespielt? Das heißt, er könnte jetzt sagen, okay, verrate mir mal, welche Waffenkarte hast du gespielt? Jetzt müsste ihm der Baron Harkonnen sagen, hey, ich habe den Gom Jabbar gespielt. Das ist eine Giftwaffe. Und der Atreides-Spieler hat hier gerade eine Spezialverteidigungskarte, die eine Mannarmee, die schützt eigentlich vor allem. Ne, normalerweise will man den Anführer nicht durch eine Waffe verlieren, aber er fühlt sich da jetzt gerade relativ safe. Also möchte er vielleicht sicher den gegnerischen Anführer rausnehmen. Deswegen würde er jetzt halt den Harkonnen-Spieler fragen, hey, sag doch mal, welche Waffe hast du denn gespielt? Na, die Dinger fallen hier immer schnell raus. Und dann würde halt der sagen, okay, na, ich habe eine Giftwaffe gespielt. Na, der Atreides-Spieler hat jetzt hier so eine Spezialverteidigungskarte, die ihn eigentlich gegen alles schützt, außer da kommen böse Karten, aber na, die hat man halt oder hat man nicht. Und dann würde er halt sagen, okay, ich fühle mich vor deiner Waffe relativ geschützt. Ich möchte gerne jetzt wissen, wie ich dich am besten umbringen kann. Verrate mir doch mal, welche Verteidigungskarte hast du gespielt? Und dann müsste jetzt eben der Harkonnen-Spieler sagen, du, ich habe ein Schild gespielt, also ein Geschoss. Und jetzt kann der Atreides-Spieler sagen, okay, ne, guck mal, hier passt eh schon mit dem, was er sich so geplant hat. Aber normal müsste er jetzt das planen. Ein Gift killt deinen Anführer relativ safe. Und dann würden jetzt beide Spieler aufdecken und man würde jetzt einfach gucken, okay, ne, hier, Giftpfeil, Geschossverteidigung, das heißt, dieser Giftpfeil tötet diesen Anführer hier und der ist dann einfach kaputt. Und der kommt halt hier rein, das würde mal hier gucken, ne? Gift schlägt nicht diese Ein-Mann-Armee, das heißt, der Anführer hier lebt auf jeden Fall noch. Jetzt würden wir gucken, hier eine Kampfstärke von 3, hier eine Kampfstärke von 9, also eigentlich hätte jetzt in dem Fall der Atreides-Spieler gewonnen und jetzt würden halt hier die ganzen Einheiten von Harkonnen rauskommen und er würde auch Spice, also der Atreides-Spieler würde Spice in Höhe der getöteten Anführer bekommen und das wäre jetzt eigentlich ziemlich gut und ziemlich geil, aber das ist ja der Baron Harkonnen. Der Baron Harkonnen kann jetzt sagen, Verräter. Und er würde dann sagen, guck hier, dein Herzog Leto, ne, der treueste Anführer überhaupt. Man dachte echt, er wäre eine treue Seele. Er ist ein Verräter und damit ist der Kampf sofort instant zu Ende. Der Spieler hat verloren. Alles, was ich euch gerade gezeigt habe, von der Abhandlung her, passiert nicht. Der hier ist jetzt auch einfach tot, kommt dann weg. Der Spieler kriegt Spice dafür. Alle Truppen kommen weg. Der Spieler hat jetzt diesen Kampf gewonnen. Er verliert auch keine Karten. Ne? Normalerweise müsste man Karten ablegen, auch wenn man den Kampf irgendwie verloren hat oder wenn man irgendwelche Spezialkarten gespielt hat, die nur einmalig benutzbar sind, weil die so stark sind. Alles passiert nicht. Durch diesen Verrat ist einfach diese ganze Schlacht ausgehebelt. Ne? Damit würde auch dieser Anführer noch leben. Angenommen, der Atreides-Spieler hätte diesen Kampf gewonnen, weil die Verratskarte nicht da gewesen wäre. Dann hätte er seinen Anführer hinlegen müssen. Ne? Wenn er mehrere Kämpfe in einer Runde führt, weil ne, mehr Truppen überall sind, in späteren Runden kann das durchaus passieren, dürfte er jetzt Herzog Leto in der Runde nicht nochmal benutzen. Am Ende wird er wieder zurück in den Vorrat kommen, aber jetzt, ne, da dieser Verrat geschehen ist, darf dieser Spieler auch diesen Soldaten wieder auf die Hand nehmen und der muss jetzt auch nicht in dem Gebiet bleiben, den tut er einfach wieder zurück in seinen Vorrat und kann ihn später noch irgendwo anders benutzen. In der ersten Runde hinfällig, in Runde 5 kann das mitunter sehr wichtig sein. Sollten beide Spieler eine Verratskarte gespielt haben, weil dieser Spieler hier, ne, der hat jetzt leider die Baron Harkonnen-Karte, weil er natürlich gesagt hat, ne, hier den mächtigsten behalte ich auf jeden Fall mal, dann steht hier auch drauf, ne, dann gewinnt einfach niemand und niemand erhält das Gewürz.
So, der Spieler hier würde jetzt noch seine Kampfkarten wieder zurückbekommen, den Soldaten eben wieder zurück in den Vorrat, die Verratskarte, so wie ich die Regel verstanden habe, auch wieder zurückbekommen. Herzog Leto ist jetzt halt down. Die ganzen Truppen, die hier sind, kommen zurück in die Tlaylaxu-Tanks. Auch die Karten müssen, also die muss eh nach dem Kampf abgeworfen werden. Den Giftpfeil hätte er behalten können, wenn er den Kampf gewinnt, hat er aber nicht. Also kommen auch die Karten wieder auf den Ablagestapel und das war auch schon der ganze Kampf. Das würden wir jetzt überall machen, wo mehr als eine Fraktion in einem Gebiet ist und dann wäre die Kampfphase auch schon wieder zu Ende. Wenn man das Spiel ein bisschen kann, dann ist das, glaube ich, wahrscheinlich die Phase, die mit am längsten dauert und danach würde dann einfach die Gewürzernte kommen. Da würde man einfach gucken, ne, der Spieler hat hier drei Einheiten stehen, jede Einheit kann zwei Gewürz ernten, also kriegt der einfach hier jetzt die sechs Gewürz. Der Spieler hat hier auch noch drei Einheiten drin, also bekommt auch nochmal 6 Gewürz und jetzt stehen die beiden schon ganz gut da, der hier noch nicht so. Wo jetzt in der Dreierpartie in allen Runden wahrscheinlich der hier sagen würde, okay, ich bin raus, ich kann nichts mehr machen, aber glaubt mir, da geht noch so einiges, spielt trotzdem weiter, nicht aufgeben. Es ist halt vieles von diesen Karten hier abhängig, welche Kampfkarten habe ich, welche Marktkarten bekomme ich, ne, ist da irgendwie jetzt, kommt da irgendwie ein Sandwurm oder ne, welche Verratskarten hat der andere Spieler auf der Hand, ne, wobei man halt nicht gegen den Baron Harkonnen kämpfen will, weil der kann halt immer die passende Karte auf der Hand haben, hat er halt meistens nicht immer, aber ist immer ein ungutes Gefühl, wenn es klappt, ist natürlich super toll, ich habe den einmal gespielt, habe oft gekämpft, es hat ein einziges Mal geklappt in einem mittelwichtigen Kampf, aber sowas hat man ständig im Spiel, dazu kommen wir gleich, und wie gesagt, jetzt würde einfach dann die nächste Runde losgehen, hier würden wir wieder nach hinten gehen, dann würde man eben wieder würfeln, den Sturm hier vorschieben, die Marker hier rausnehmen, dann würde, ich muss mal gucken, das hat geklappt, ne? Hier durfte man hin, hier hat man nicht hingedurft letzte Runde, weil da ja der Sturm gewütet hat, dann würde jetzt eben auch wieder hier so ein Gewürzausbruch kommen und angenommen, wir würden jetzt so einen Sandwurm ziehen, dann würde man gucken, was ist die oberste Karte auf dem Ablagestapel und aus der Region wird jetzt alles an Gewürzen, alles an Einheiten einfach rausgenommen, es kommt dann sogar hier in die Tlaylaxu-Tanks, die sind dann eben auch wirklich erstmal kaputt und dann wird eine neue Karte gezogen, wenn das auch wieder ein Sandwurm sein sollte, wird einfach noch eine gezogen, das heißt jetzt würde wieder ne, hier 8 Gewürzen kommen und hier würde 8 Gewürzen kommen, dann würden wir neue Karten bekommen, man würde wieder auf 4 Karten aufziehen, müsste sich dann entscheiden, wie viele Marktkarten möchte ich kaufen, 0 bis 3, wobei ich nicht mehr als 3 auf der Hand haben darf, dann kommt die Wiederbelebungsphase, da könnte jetzt, ne, auch der Startspieler wieder zuerst, aber ne, jeder hier erstmal 2 einfach gratis wiederbeleben und zurück in seinen Vorrat tun, also da bekommt man auch immer so einen ständigen Rückfluss an Einheiten und dann kann man halt noch sagen, okay, ne, man möchte jetzt pro Einheit hier ein Gewürz bezahlen, ne, wenn man es hat, kann man das ruhig machen, wobei, wenn man es nicht braucht, kann man sich das so aufsparen, aber er muss halt überlegen, hat nicht so viel Geld und ich brauche immer Geld, um Einheiten aufs Spielfeld zu bringen. Möchte ich jetzt hier Herzog Leto haben? Ich meine, die große Stärke von ihm ist, er hat noch viele andere Anführer. Er muss das erstmal nicht machen, zumal er auch weiß, dass der Harkonnen-Spieler die Verratskarte für Herzog Leto hat. Das heißt, eigentlich möchte er gar nicht mit dem kämpfen, deswegen kann er sich das Geld eigentlich schenken und er hätte ja nur die Stärke, mehr Anführer zu haben. Ne, und dann würden wir auch wieder gucken, wo wollen wir jetzt Einheiten hin haben. Jetzt haben wir halt Gebiete, ich habe jetzt vergessen, hier Gewürz hinzulegen, aber angenommen, irgendwie hier wäre Gewürz hingekommen. Und irgendwie hier wäre Gewürz hingekommen, meinetwegen 10, dann ne, ist jetzt natürlich das hier durchaus attraktives Territorium, wobei es ja auch sein könnte, letzte Runde, ne, angenommen, hier wären jetzt irgendwie 10 Spice hingekommen und der Spieler hätte hier am Ende nur 3 Einheiten gehabt, ne, dann hätte er jetzt ja, ne, jeder einer kann 2 ernten, also hätte er 6 davon ernten können, also würden hier immer noch 4 liegen. Und die würde er jetzt auch einfach automatisch einsammeln. Wenn kein Sandwurm gekommen wäre, würden die Einheiten einfach da liegen bleiben. Sprich, diese Runde würde er das Ganze kampflos bekommen. Also müssen jetzt dann eben auch beim Transport die anderen Spieler überlegen, wollen sie ihm das Spice einfach kampflos überlassen? Wollen sie versuchen, irgendwie hier jeweils reinzugehen, auch mit relativ vielen Einheiten, um sich das eben zu holen? Wollen sie schon mal in irgendwelche Festungen, damit sie da einfach schon mal sind? Weil am Ende der nächsten Runde würde man ja schon gucken, ist ein Spieler in 3 von den 1, 2, 3, 4, 5 Festungen und kontrolliert die, dann hat er halt automatisch das Spiel gewonnen. Und da hat natürlich der letzte Spieler in einer Runde immer schon Vorteile, weil der dann einfach auf das reagieren kann, was die anderen gemacht haben. Aber unter anderem deswegen wird, glaube ich, die Bewegungsregel auch so eingeschränkt sein, dass man halt einmal Truppen aufs Spielfeld bringen darf und dann nur einmal Truppen bewegen darf, damit man nicht 1000 Sachen verschieben kann, weil das wäre zu mächtig und das wäre dann auch ein krasser Vorteil für den letzten Spieler, den man nicht ausgleichen könnte. So passt das halt ins Konzept allen anderen. Dann wird halt gekämpft. Auch beim Kämpfen kann alles Mögliche passieren. Der Gegner kann irgendwie eine Marktkarte spielen, die irgendeinen krassen Kram macht, mit dem man nicht rechnet. Der Gegner kann eine Verratskarte auf der Hand haben. Wenn man natürlich nicht gegen die Harkonnen kämpft, ist die Chance relativ begrenzt, weil natürlich kann auch einfach einer seinen eigenen Anführer auf der Hand behalten, ne? Er hier jetzt zum Beispiel den Sardaukar auf der Hand behalten, damit weiß er einfach, ne? Der hat so nur eine Kampfstärke von 4, ne? Hier auch netterweise als Schwester bezeichnet, aber die kann er halt immer im Kampf einsetzen, weil er die Verräterkarte hat.
Das heißt, die kann nicht hintergehen. Keiner von den anderen kann sagen, ja, der ist ein Verräter. Das ist also auch schon nicht die schlechteste Taktik. Wobei es natürlich auch ein guter Moment ist, wenn man einfach im Kampf gegen einen anderen Spieler sagen kann, haha, ne, ich habe hier deinen. Und es macht dann auch wieder gefühlt natürlich weniger Sinn, ne, auch gerade, wenn ich nur eine Karte habe, eine Atreides-Karte auf der Hand zu behalten, weil der hat einfach so viele. Da würde ich natürlich eher eine Hakonnen-Karte auf der Hand behalten, was der Atreides-Spieler natürlich wieder weiß, sich dann vielleicht in Sicherheit wiegt und hat man auch, ne, so durchaus ein kleines Meter dann immer drin. Dann haben wir wieder Gewürz geerntet und dann geht halt die nächste Runde los und das macht, ihr seht doch schon, das geht alles in allem relativ schnell, ist von den Regeln her nicht schwer, ich habe es jetzt gerade nochmal kurz zusammengefasst und ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Fazit. Wobei Fazit ein bisschen übertrieben ist, es ist nur so ein Überblick, so ein Eindrucksvideo, um euch zu zeigen, wie funktioniert das Ganze. Ich habe das Spiel zu dritt gespielt, noch nicht zu viert. Ich glaube, zu viert ist die beste Spielerzahl. Man kann es auch zu zweit spielen. Dann spielt halt ein Spieler, ich glaube, Hakonnen und Imperium. Der andere spielt Atreides und die Fremen, ne, was ja auch thematisch ganz gut passt. Kann auch funktionieren. Da werde ich euch vielleicht in einem Gezockt nochmal drüber erzählen. Ihr seht auch, das ist das Exemplar aus der Spieleburg. Das wird also auch erstmal nicht dauerhaft hier bleiben, aber ich kann es mir da jederzeit wieder ausleihen und dann eben auch mal einfach abends spielen, wenn ich da Bock drauf habe. Und vielleicht Kara sagt, hey, lass mal irgendwie Dune spielen. Und ja, also ich denke es, also wir haben auch gestern das alte Spiel ausgepackt, nochmal alles hier aufgebaut, den Plan uns angeguckt, hier die Phasen und so. Das ähnelt dem alten schon sehr, aber ich kann jetzt nicht groß Vergleiche zum alten ziehen, weil ich es eben noch nicht gespielt habe. Es ist ein sehr lockeres Spiel. Ein Spiel mit super vielen Zufallskomponenten, wo man nicht wirklich, also wenn ihr Spiele mögt, wo ihr so 100% Kontrolle habt oder auch nur 90% Kontrolle über das, was passiert, dann ist das hier nicht euer Spiel. Weil ihr wisst eben nicht, hat der Gegner eine Markkarte, mit denen er die Situation, wo ich denke, wenn alles so läuft, wie es normalerweise laufen sollte, gewinne ich diesen Kampf und habe dann vielleicht auch das Spiel gewonnen und kriege ich ganz viel Spice und kann nächste Runde ganz viele Sachen machen. Oder hatte ich eine Karte, die sagt, nee. Oder auch, wenn wir kämpfen, hat er halt die passende Karte auf der Hand, die irgendwie meinen Anführer tötet oder nicht. Oder auch, wenn man das nicht weiß und denkt, okay, ich spiele einfach mal eine Karte, aber ja, okay, ich habe hier zwei Verteidigungskarten. Soll ich mich gegen Gift oder gegen Geschosse verteidigen? Ich weiß es nicht. Nee, man weiß es auch wirklich nicht. Man spielt einfach blind eine von diesen Karten, hofft, dass sie hilft. Sie kann halt helfen oder nicht. Hilft sie, dann hat man Glück, dann bleibt der Anführer und man hat halt eine höhere Kampfstärke. Hilft sie nicht und der Gegner hat die andere Waffe gespielt, dann ist der Anführer einfach hin und ich habe vielleicht noch nicht mehr genug Einheiten da drin und habe den Kampf dann eben halt verloren. Und auch wenn ich den Kampf gewonnen habe, ne, dann habe ich da meine ganzen Einheiten drin und dann kommt halt dieser Sandwurm. Auch doof natürlich, wobei das auch dazu führen soll, dass ich nicht irgendwie mit 20 Leuten in die Wüste renne und dann hinterher rumjammere, die sind alle tot, weil jetzt kam zufällig der Sandwurm da. Das weiß man halt, ist halt Dune, da renne ich nicht irgendwie mit einer 20-Mann-Armee in die Wüste, da schicke ich vielleicht mal lieber nur 2-3 Leute dahin und halte mich schön in die Festung auf, die mir ja dann auch den Sieg bringen. Außer natürlich, wir schaffen es uns bei den Festungen in Schach zu halten, dann will ich doch ganz viel Spice geerntet haben. Und auch im Kampf selber dann, hat der Mitspieler jetzt meinen Anführer auf der Hand oder nicht? Es ist erstmal per se sehr unwahrscheinlich, selbst bei den Hakonnen ist es unwahrscheinlich, dass sie genau den gerade zufällig passend haben, den ich auch spiele und auch da natürlich so ein bisschen dass man so ein Mindgame spielt, wenn man sieht, okay, das ist die Kampfstärke und wenn ich jetzt da spiele, habe ich sicher gewonnen, dann denkt der Mitspieler vielleicht, dass ich den spiele und dann spiele ich doch lieber einen anderen, kompensiere es aber irgendwie mit der Waffe, die hoffentlich durchgeht und es dann auch, das klappt oder das klappt nicht. Aber es ist trotzdem so, dass es nicht komplett beliebig ist, was man macht. Man muss sich schon Dinge überlegen. Gestern haben wir eine Partie gespielt, da hat Flo gewonnen und einfach nur, weil Karl über einen Zug nicht genug nachgedacht hat, auch gesagt hat, ah, ist egal, ich gewinne hier den Kampf noch, aber da war schon zu spät, da hatte Flo schon irgendwie die dritte Festung und da meinte er auch hinterher so, ja, ne, das hättest du wahrscheinlich auch so gewonnen, aber den Kampf hätte ich auch besser machen können, also musst du schon vorbereiten, auch wenn man halt dann so absehen kann, dass es halt nicht nach 3 Runden vorbei ist und schon so über 4-5 Runden geht, ne, wo platziere ich strategisch meine Leute hin, wo möchte ich mir die Optionen offen halten, ne, wie sehr mache ich das auch mit diesen Markkarten, versuche ich da mir wirklich gute Markkarten zu holen, die dann auch zu spielen oder nicht, also Flo hat auch gestern eine Partie gewonnen, wo er keine einzige Markkarte gekauft hat. In den anderen Partien waren die Markkarten schon sehr entscheidend und ich würde die eigentlich auch immer mitnehmen, wenn ich kann. Als Tipp auch gerade in den ersten Partien, holt euch Markkarten, weil auch in der Anleitung wird schon gesagt, Siegpunkte Spice entscheidet oftmals erst, wenn ihr das Spiel schon ein paar Mal kennt und eine eingespielte Runde seid. In den ersten Partien wird es oftmals über die Festung enden und dann scheint es auf jeden Fall nicht, diese Markkarten zu haben, weil die dafür sorgen können, dass man da auf jeden Fall am meisten machen kann, die Kämpfe eher gewinnt, dann eben auch diese Festung erobert. Daher, man kann auch ohne gewinnen, wie ich gestern schon gesehen habe, aber ich glaube, in Anfangspartien ist es das Geld nicht so wichtig, außer dass ich natürlich genug Geld haben möchte, um Truppen zu transportieren, um
Truppen wiederzubeleben und eben auch, um hier diese wichtigen Karten kaufen zu können. Und du hast doch keine Angst, wenn ihr jetzt denkt, so, oh, im Spiel zu zweit, ne, verteilt sich das ja viel zu sehr, dann ist es ja gar kein Problem, drei Festungen zu erobern. Es gibt hier so einen Marker, dann wird er einfach gewürfelt und dann werden halt auch entsprechend einfach Festungen zufällig abgedeckt, also in jeder Partie auch andere. Das heißt, es kann sein, dass Karthag dann einfach nur eine ganz normale Wüstenregion ist und es gar keine Festung ist. Also da ist schon daran gedacht worden, das so ein bisschen auszubalancieren. Und ja, also alles in allem ein durchaus unterhaltsames Spiel, aber man sollte dieses Spiel auf jeden Fall super locker angehen und hier nicht den absolut strategischen Tiefgang erwarten, sondern einfach so ein interaktives Dune-Spiel, ne, ich sag mal so, wenn so zur Risikofraktion gehört und sagt so, oh, ich mag es, einfach, wenn sich Einheiten auf dem Spielfeld bewegen und irgendwie so ein bisschen Game of Thrones mag ich auch noch da drin, mit irgendwelchen Intrigen und Verrat und so, dass man irgendwie anderen hintergehen kann, hier in dem Fall nicht durch, dass man Bündnisse bricht, sondern dass ich halt den Anführer von mir habe, der so einen Haha-Moment habe. Der ist hier, glaube ich, echt gut aufgehoben. Also es ist halt so ein spannendes Spiel, so einfach so Samstagabend locker flockig einfach sich mit Freunden treffen, da so eine Partie runterspielen. Wie gesagt, ich glaube, wenn es alle können, ist man da auch in der Stunde durch. Und dann verzeihe ich persönlich dem Spiel auch diese Zufälligkeit, die durch diese ganzen Elemente reinkommt, wo ich eben auch schon einen Plan habe, Strategien haben muss, aber eben durch diese Elemente, dass auch alles wieder unterwandert werden kann. Das wäre definitiv härter, wenn das ein 5-6-Stunden-Spiel wäre. Da es aber ein Spiel ist, ich glaube, die zweite Partie hat gestern eine Dreiviertelstunde gedauert, oder ungefähr eine Stunde. Und in der Zeit ist es halt, ne, wenn ich sage, hey, ich möchte so ein Dune-Spiel haben, hey, ich möchte so ein bisschen den Flair und den Spirit vom großen Dune-Spiel haben, verpackt in ein kleines Spiel. Das gelingt dem hier tatsächlich, denke ich. Ich kann es natürlich nicht vergleichen, vielleicht werden absolute Dune-Puristen sagen, auf gar keinen Fall, mir ist das zu wenig, ich spiele dann lieber das Große, ja, aber das große Spiel habe ich eben auch schon seit 2 Jahren hier stehen, habe es noch nicht einmal spielen können und ich weiß auch, wenn ich spiele, möchte ich es eigentlich mindestens mit 5, bevorzugt mit 6 Leuten spielen, um das beste Erlebnis zu haben, die kriege ich halt nicht zusammen, die Zeit dafür habe ich selten, auch Leute an so einen schon großen Brecher ranzuführen, ist schwierig, hier. Das kann ich mit fast allen spielen, selbst mit Leuten aus meiner Krimi-Runde, die sonst gar nicht viele Brettspiele spielen, die sind hier schnell drin, weil das alles relativ einfach zu verstehen ist. Man kann eine Lernpartie spielen, direkt danach noch eine große Partie. Also das ist dann das Spiel, das wahrscheinlich häufiger auf den Tisch kommen wird, das unterhaltsam ist, das ich durchaus empfehlen kann, aber man muss eben damit leben, dass das Spiel komplett gegen einen laufen kann und da muss man die Einstellung haben, hey, ich will so ein cooles Happening haben und wenn das passiert, dann sagen wir, komm, gleich nochmal, weil es ging ja relativ flott. Aber das ist, wie gesagt, nur der erste Druck, wenn ihr meine Livestreams relativ oft guckt, dann wisst ihr auch, dass wir Spiele dann auch schon nach der ersten oder zweiten Partie versuchen auch schon ein bisschen genauer zu analysieren, ne, man kennt sich auch ein bisschen mit Spielen aus, so, was sind Elemente, die stören, was sind Elemente, die man gut findet, was sollen bestimmte Mechaniken erreichen, wer soll so die Zielgruppe sein, sind wir die Zielgruppe oder nicht, aber auch mit welcher Einstellung soll man da rangehen, da könnt ihr auch einfach in den Spieleabendstream vom 3.1.2022 gucken, da haben wir das eben auch dann danach analysiert und es kam auch sehr unterschiedlich an bei Mitspielern. Flo mochte es, glaube ich, generell auch schon so ein bisschen, aber ihn hat dieser ganze Zufall gestört, weil meinte, da kann ich auch würfeln. Er hat dann aber hinterher gesagt, naja, da steckt schon ein bisschen was drin, ich muss ja schon ein bisschen was überlegen, er hat ja jetzt auch nicht einfach so gewonnen. Karl war schon aufgrund des Dune-Themas total abgeholt und ja, ich fand das Spiel halt auch unterhaltsam durchaus ganz gut, war aber natürlich auch irgendwann von diesem Zufall total genervt und wusste dann auch irgendwann, okay, in der Partie wird's nichts, aber selbst wenn man denkt, man wäre total raus, nicht aufgeben, weiterspielen, hoffen, es kann halt immer auch gut für einen laufen oder nicht. Es ist halt ein interaktives Spiel, Error-Control-Spiel, wo alle gegeneinander spielen, da kann nicht immer jeder gewinnen. Ich habe oftmals nicht selbst in der Hand, ob ich gewinne oder nicht. In vielen Spielen dieser Art hängt das eben auch von den anderen Mitspielern ab, was die so tun und wen die angreifen. Greifen die jetzt mich an oder eben nicht. Hier kommen halt noch zusätzlich die Karten in einem sehr starken Ausmaß dazu. Aber es ist unterhaltsam, es ist kurzweilig und das mag ich beim Spiel. Ich würde das auf jeden Fall immer wieder mitspielen, würde es aber überhaupt nicht ernst nehmen, würde mir schon Gedanken machen, was ich hier tue, würde mich freuen, wenn es klappt. Ich hoffe, dass ich tolle, epische Momente habe in dem Spiel, wo ich einfach sage, ja, cool, toll, dass das geklappt hat. Und wenn ich halt nicht gewinne, das auch überhaupt nicht ernst nehmen. Und das war es dann von mir. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut auch gerne beim nächsten Mal wieder rein. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls ihr es nicht getan habt. Gerne den Kanal abonnieren. Und dann macht's gut, bis bald. Tschüss!